Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte in Thüringen, Version 3.101. Ja, wir machen weiter. Erstmal, wenn wir den Traktor umrüsten auf Breitreifen. Aufnahme läuft. Zeit muss ich bald wieder konfigurieren. Farbe nicht ändern. Aber Quatsch. Braucht Traktor. Reparieren können wir auch. Und hier gehen wir auf Breitreifen. Das ist nämlich Zwillingspflegebereifung und das ist nicht notwendig, ne? Der soll er was leisten. Gut. Hat er Breitreifen für gute Feldarbeit. So, Gewicht dran. Und Richtung Händler fahren, den dritten Quader holen. Ob wir jetzt noch kaufen. Und dann braucht noch zwei Zetter. Weil ich muss jetzt Hammer zettern. Am ersten Mal wird es nur Pferdegras feucht. Und dann zweiten Mal wird es Pferdegras feucht. Also Pferdegras Heu feucht. Ja, so ungefähr. Schwierig. Und dritten Mal wird es dann Pferdegras Heu. Ich möchte aber Pferdegras Heu feucht haben. Weil daraus entsteht nur die Silage. Denn Silage möchte ich an der BGH verkaufen, Hof 1. Im großen Stil. Sollten ungefähr 4000 Liter rauskommen. Ungefähr. Laut Berechnung. Wenn das so wäre, wäre es gut. Denn das wächst ja normal, ne? Dann haben wir normal die Erde wahrscheinlich Mitte, Ende Sommer. Vielleicht einmal im Herbst, also das weiß ich nicht genau, wenn wir schauen, wie es hier so wächst, ne? Ja, wir müssen Gas geben, wenn der Big M fertig ist, dann müssen wir mit Zetter beginnen, das erste Mal, das ist klar, logisch. Kurz darauf die nächsten beiden Zetter, gleiche Spur. Und dann drei Ballen schwappen, nach einer kurzen Pause. Und dann müssen drei die Ballen pressen. Vielleicht könnten dann die ersten beiden Traktoren, die gezettert haben, also das Gras gewendet haben, dann entsprechend schon mal die Ballen pressen wir nehmen. Das wird dann schon funktionieren, ne? So, der geht mal. Das war ja mal anders geplant, anfangs. Gut, dass ich wusste, da sollte ja der Big Krone auf Schwatt alles vormähen und dann wollte ich den Schwatt nehmen und dann die Ballen pressen. Da kommt leider nur Silagegras raus. Und das kostet ja nicht so, bringt nicht so viel ein wie jetzt Pferdegras Silage. Ne? Ist ja leider so. Der Big M ist noch fleißig bei. So lange haben wir Zeit. Denn beim Wetten macht er garantiert Probleme, dass die im Prinzip sich kreuzen irgendwann. Ne? Ja, das war auch so ein Plan gewesen mit Häcksler aufnehmen alles und dann zum Silo fahren. Ja, zwei Fahrzeuge, später vielleicht vier. Das wäre gelaufen normalerweise. Ruckzuck. Aber ist nicht. Leider. Ja, ich wünsche allen einen schönen Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. Fällt mir gerade so ein. Weil die fünfte Folge ist am Freitag. Weil LS beginnt ja bei mir am Montag und endet am Sonntag. So, als erstes mal den Wender kaufen. Ne, Wender nicht. Den Schwader. Und zwar den Lilly war es gewesen. Das sollten eigentlich gleiche Geräte sein mit der gleichen Arbeitsbreite, ne? 40,8. Da muss ich noch größere Felder haben. Das lohnt sich nur auf großen Feldern. Ok.
Kann man einen Schuppen bauen in der Nähe. Okay, warte, lass uns doch das Zeug. Ganzen Geräte. Wer weiß. Machen wir so, ne? Ist ein bisschen realistischer. Das zwar nicht, aber das geht ja meistens nicht anders, ne? Gibt's ja schon eine Steuerung dafür, aber die wird nicht für alle Geräte gelten, ne? Das kann ja jeder machen, wie er möchte, das ist schön hier. Der seine eigene Freiheit hat, der ist dahinter rechts. Und das ist auch die Kurse näher für den Ball drin, ne? So. Aber ich brauche noch zwei Zettel und zwei freie Traktoren. Da ist es schwierig. Die Vogavir nehmen wir gleich als hinteren Fahrzeug. Ja, da könnt ihr einen Traktor auch nehmen. So. Der ist noch weit weg. Schwatten, das ist es. Ersten Weg, wo das passt. Hinten. Ja, hinten, genau, hat er gewusst, ne? Jo. Das ist jetzt ein K2. LKW. Drescher. Noch ein Drescher. Ja, letzte Runde. Lassen wir den auch zerten, ne? Den beiden K2. Den schicken wir jetzt zum Händler. Nee, null. Weil dann können wir den anderen schon nehmen. Ja, wo ist Händler? Kaufstellen. Schick mal Hof 1. Ja, genau. Wir brauchen noch zwei Zettel. Nutzt all nichts. Wir müssen das doppelt zetteln. Also. Und dann können wir auch Touré-Schiene nehmen und nachher auch die Ballen pressen mit denen. Ne? Ich brauche jetzt keinen extra Traktor kaufen. Deswegen. Das wäre Unsinn. Ich habe zwar ein bisschen Geld, aber dafür will ich auch nicht unbedingt einen Traktoren verschwenden. Jetzt habe ich schon genug davon. Eher umrüsten und verkaufen oder dann auf Stärke kaufen. Ne? So. Muss vielleicht kommen der nächste, ne? Hof 1 ist ja hier, ne? So. Kaufen wir gleich. Wenn da. Ne? 13 Meter. Diese gelben Dinger muss mein Kollege mal pressen. Und die Dinger sind auch gebogen von dem Kollegen. Ja, und die Zinken, glaube ich, sind irgendwo, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht, wo die herkommen. Ich habe die so in der Produktion noch nicht gesehen, aber die gelben Teller, das werden aus Blechteile gepresst und dann werden die noch zigmal gestanzt, wegen der Löcher. Und die Teile werden
entsprechend noch am Gerät, also beim Blech, Blech abgeschnitten, also gelasert. Dann entsprechend in der Form gepresst nochmal extra, also in die in diese Winkelung. Und dann hier diese Abrundung wird auch noch gepresst. Also das ist eine Heidenarbeit. Zwei Stück brauche ich. Bis da. Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn der? Hängt er sich am anderen fest? 12 km/h fährt der andere. Da muss ich irgendwie fahren. Wahnsinn. So schwer? Na, das passt nicht. Das ist zu tief. Das würde bei der Arbeit Probleme bereiten. Deswegen mache ich doch Plan B und kaufe Traktoren. Weil das Teil ist unten so tief. Gut, nicht gut. Egal. Das ist auch nichts. Traktoren, und zwar mittelgroße. Und zwar. Damit am besten. Möchte ein bisschen Abwechslung haben, ne? So, Großtraktoren. Da waren die anderen bei, ne? K2. T8 haben wir noch. Noch fast keine im Prinzip. So. Wir machen ruhig ein bisschen mehr PS, das kann gut sein. Sinn macht es vielleicht nicht, aber gut. Wenn wir andere Arbeit machen müssen, ist es gut, wenn wir noch Stärkeres haben. Ne? So, kaufen wir 1, 2 und nochmal. Zurück. Und schon geliefert. Brauchen wir kein Gewicht dafür. Das ist nicht notwendig. Und der hat das Ding ein bisschen höher, das ist dann ein bisschen besser, ne? Günstiger Winkel. Also schön Wendekreis. Ja, das ist schon besser. Und haben wir Blocking 0 km/h, Dick M. Das ist nicht gut. Ah, da müsste jetzt fertig sein normalerweise. Kurz mal ab hier. Unfall! Das ist die Strafe fürs Abkürzen. Gibt's doch gar nicht. Ja.
Jetzt mal schnell gehen soll. Ja, hätte ich auch noch frei gehabt. Gut. Egal. Nutzt hier all nichts, ne? Passiert. Wenn wir halt mal den gleich umschubsen, Alan. Ist ja nicht Freitag 13, ne? Nö. Das ist Ende des Monats, ne? Gut, ich wollte abkürzen, ne? Das ist die Strafe hier. Ach, das Kante deswegen. Das wollte ich nicht vorbeifahren. Wollte mit Schwung eingeben. Ah, weißt du, warte, ich setze zurück. Nö, ne? Gut. Ja. So, das kommt davon, ne? Das macht vielleicht funktionieren, hoffe ich jedenfalls. So schnell hin. Ist ja um die Ecke, ne? Also das war ja richtig gut, ne? Jetzt hackt das instabil. Da muss man leicht gucken, ob so ist in Zukunft. Das wäre nicht gut. So, Vorsicht Kante. Bin gespannt, ob er jetzt deswegen nicht umkippt. Grün. Ah, warte, klappt. So, der erste ist auch wieder da. Gleich mal kopieren. Einmal links, einmal rechts. Ich meine, gut, dass mal eine blaue Farbe ist, mal nicht schlecht. Dann weiß ich genau, aha, da sind jetzt die Brüder für die zweite Reihe zum Beispiel. Ne? Naja, da kann er auch stehen bleiben, ist ja fertig. So. Big M. Schwatten nicht. Ja, wenden, das ist richtig. So. Dann machst du links. Ersten Wegpunkt. Lassen. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Kann Licht ausmachen, ist eh noch hell, ne? Jetzt hätte muss ich wirklich alle in einer, also losschicken. Einstellen alles. Mit Verband. Vier Fahrzeuge, ne, vier Zeuge ist ja nicht Quatsch, zwei. Weil zwei ist ja parallel. Wenn ich vier machen würde, würden vier reinmachen. Und das muss ja eigentlich dieselbe Bahn nochmal gefahren werden. Als wenn ich hier parallel fahre.
Ich werde auch mal verkaufen, das ist mir schon. Liegt schon länger rum hier. Naja, vielleicht können wir irgendwo gebrauchen, ne? Theoretisch. Vom Silo raus, mit Förderband. Bei kleinen Mengen geht's ja, ne? Bei großen Mengen wird schwierig, da wird zu wenig. Ich habe meinen Mistfall doch gar nicht in Schwung gebracht, aber das werde ich heute auch nicht schaffen. Bin froh, wenn ich jetzt hier mit dem Feld angefangen habe. Auf geht's. Wie ist eigentlich die Steuerung bei jetzt? Müsste irgendwie ein Kabel oder dranhängen, ne? Oder sowas, ne? Hydraulik oder so. Oder wird das nur über den Traktor gesteuert? Über die Welle? Glaube ich eher nicht. Weiß ich nicht genau. So, du bist ja der Rechte, ne? Feldmodus. Pferdegas, Pferdegas, Häckseln, Platten, Düngen, Wenden richtig. So. Du bist ja der Rechte, passt. Ersten Wegpunkt. So, dann schicken wir die Brühe los, ne? Hier war los, doch hier ist was los. Ja, den mal kurz beiseite schieben. Da können die anderen beiden ja den Dings fahren, ne? Die Ballen pressen. So, du links. Mal gucken, Kontrolle. Links. Einstellen. Der Band habe ich noch nicht aktiviert. Kann sein. Mal gleich gucken hier. Durchschalten. Vielleicht habe ich Glück. Das sind die ersten Erwische. Ja. Wenn wir es knapp. Wo ist eigentlich lang gefahren? Dann wäre ich doch übers Menü besser reingekommen, ne? Sehr wahrscheinlich. 100%ig. Das ist nämlich ganz wichtig, dass er aktiviert ist. Sonst, die fahren sich über den Haufen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Übers Menü. Jetzt kann die beiden Fendt noch. Holland. T8. Alle auch große Traktoren, ne? Und keine Schwächlinge. Ja. Im Grunde ist das eine blöde Ecke, weil ich jetzt genau die Kurse kreuze. Beim zweiten muss ich mitfahren. Um da im Falle des Falles einzugreifen. Weil da die ja hinten anfangen, besser wäre es noch nicht vorne, dann wäre das
Warum willst du nicht? Also wenn, muss man begonnen sein und dann werde ich meine ersten Fahrzeuge beim Schwarten auch hinfahren. Der braucht dafür bis zum Ziel 3 Minuten, also zum Startziel. Oh, Überlänge. So, schau, das soll es auch schon heute gewesen sein. Morgen geht die Spannung weiter. Sag mal tschüss, ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Bis morgen. Und noch ein schönes Wochenende, falls ihr morgen reinkommen könnt. Tschüss.